Wir sind eine Vertriebsagentur aus Köln und helfen Webdesignern und Social Media Agenturen für mehr Sales. Okay. Heißt, entweder wir unterstützen sie da in dem Bereich komplett oder wir übernehmen sogar Dinge für sie im Bereich Vertrieb und helfen da in dem Bereich aus und lösen den größten Engpass für Webdesigner, die jetzt, sage ich mal, im ersten bis zum dritten Jahr eine Selbstständigkeit vielleicht sogar sind. Das ist Leads. Darüber hinaus kann das Prozess oder auch eine Skalierung sein. Da in dem Bereich können wir aushelfen. Okay. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wir sind ja schon ein bisschen länger da als 3 Jahre. Ja, genau. Grundsätzlich erstmal die Frage, was jetzt gerade so im Bereich Vertrieb vielleicht ihr Lead-Magnet oder beziehungsweise ihr Vertriebsprozess ist. Das wäre spannend für mich. Und wie sie grundsätzlich erstmal Kunden gewinnen. Oder ob das überhaupt ein Thema ist bei Ihnen? Letztendlich ist das über Empfehlungen, ja, und über Partner hauptsächlich. Also wir machen weder groß Werbung noch Kaltakquise, kein Callcenter oder sonst was in der Richtung. Ja. Das passiert momentan noch alles auf Kundenempfehlungen und natürlich über Partner, also Agenturen auch, ja, die uns wiederum weiterempfehlen. Und ja, Partnernetzwerk letztendlich. Ne? Okay. Und im Bereich, also ist aktuell gar kein Vertrieb oder irgendwie eine proaktive Herangehensweise an eine gewisse Zielgruppe ein Thema? Thema ist es schon. Da müssen wir auch gucken, wie wir das halt machen. Ja. Das ist auch ein Thema für uns in diesem Jahr. Ne? Die Frage ist, wer es denn macht, in welcher Form. Und naja, in der Regel mache ich die Akquise. Auch hier, ja, und auch mal Kaltakquise, so Vorstöße, aber es gibt so keine Roadmap oder so. Okay. Mit der wir so arbeiten und sagen so, na, wir rufen jetzt hier 1000 Kunden an oder so. Na klar, ne? Na klar. Also es ist eher, geht im Tagesgeschäft dann wieder alles unter. Na klar. Und haben jetzt keinen echten Vertriebler oder so. Ne? Okay. Ja. Heißt, ich rufe genau zum richtigen Zeitpunkt an. Vielleicht, ja, genau. Ja, spannend, okay. Ja. Zum Thema Vertrieb über Telefon oder sei es über Social Media oder LinkedIn sind wir seit Jahren unterwegs und haben auch mit einigen Webdesign-Agenturen oder Social Media-Agenturen auch zusammengearbeitet. Und da haben wir auf jeden Fall auch schon einen gewissen Social Proof und Strategien, die da funktionieren, je nach Zielgruppe und was Ihr Wunschkunde natürlich da in dem Bereich auch ist. Aber da grundsätzlich hört sich das für mich natürlich erstmal spannend an und bin ein großer Fan. Bevor wir jetzt hier über Telefon noch ein bisschen sprechen, bin ich ein Fan, dass ich mir da generell nochmal eine gewisse kleine Analyse zu Ihrer Zielgruppe noch einmal mache. Das wäre spannend, wenn Sie mir da nochmal ein, zwei Infos geben können. Und da bin ich ein großer Fan, wenn wir uns vielleicht einfach mal über 10 Minuten per Zoom oder per Telefon nochmal in Ruhe zusammensetzen und dann würde ich Ihnen doch gerne mal was vorstellen. Ja, genau, das können wir dann gefühlt ab nächste oder Überwoche machen. Wir sind noch relativ dicht, was so die Projekte betrifft. Also grundsätzlich sind wir eine WordPress-Agentur, ne? Ja. Die Full-Service anbietet. Also es geht so ein bisschen über SEO-Initialoptimierung, über Hosting, Dienstleistungen und natürlich auch Webseitengestaltung. Also mit WordPress und, ja, WooCommerce als Erweiterung. Mhm. Also in dem Bereich sind wir unterwegs und haben auch ein eigenes Shop-System entwickelt. Das sind so, okay, spannend, so wirklich die Kernpunkte. Also das drumherum, Hosting, wie auch, ja, Webseiten und Shop-Systeme. Und das vorrangig halt mit WordPress, respektive WooCommerce, okay, und unserem eigenen selbst entwickelten Shop-System. Okay. Und wer ist da genau Ihre Zielgruppe? Das ist KMU im Prinzip. Ne? Ja. Das können sowohl, aber auch Agenturen sein, die halt so einen Bereich einen gewissen nicht abdecken und eher im Screen-Design oder irgendwie das unterwegs sind, weil wir haben auch tatsächlich Entwickler an der Hand. Ah, okay. Und das ist aber auch deutschlandweit und wir haben auch Partner in der Schweiz oder viele Kunden in der Schweiz. Da sind wir jetzt nicht irgendwie lokal gebunden und machen lokal auch vielleicht weniger, als wir tun sollten, weil, ja, unsere Kunden ja historisch bedingt irgendwie überregional haben. Okay, verstehe. Heißt, ich höre, also das ist noch eine relativ, also wirklich eine breite Zielgruppe. Ja, kann man so sagen. Also es kann ja Bäcker um die Ecke sein, bis, okay, zu einem Mittelständler, der da unterwegs ist. Na, das ist wir waren nicht gerne an sehr große Firmen dran, weil wir die Abhängigkeiten einfach nicht, ja, toll verstehe, finden. Verstehe. Haben eher im mittleren Bereich lieber viele Kunden als
als ganz viele ganz große. Also okay, und ja, wenn das jetzt der Bäcker von nebenan ist oder ein KMU von nebenan, sind das dann aber schon verschiedene Preise? Oder das gibt es da klare Pakete? Ja, es gibt natürlich, ja, es gibt jetzt nicht so das Paket, was wir jetzt irgendwie immer nehmen können. Natürlich gibt es da so eine Art Grundminimalpaket, was immer halt greifen wird. Ja. Aber je nach Anforderung ist es natürlich unterschiedlich. Ne? Und der Bäcker um die Ecke hat vielleicht kleine Anforderungen als eine Firma, die auch ein Jobsystem braucht, mehr Sprachen, mehrere Möglichkeiten, Schnittstellen und. Ja, okay, also, verstehe. Variiert. Aber wir sind da sehr, sehr flexibel. Also wir haben auch Startups betreut irgendwo oder auch Vereine, die da halt zu einem schmalen Kurs irgendwas haben wollten. Okay. Machen wir jetzt nicht so super gerne, weil das ist halt, ne, auch so ein bisschen undankbar irgendwo. Ja, genau, das ist halt oft auch ein Thema zum Thema Positionierung. Besonders online oder besonders, wenn man dann jetzt gerade nicht proaktiv einen Vertrieb andreht, kommen halt diese Empfehlungen oder irgendwie über Partner oder über Unternehmensnetzwerke halt wirklich eine bunte Mischung an Kunden. Und daraufhin wird es dann noch bunter, wenn man da in dem Bereich weiterempfohlen wird. Und da in dem Bereich ist es für uns dann natürlich ein Ziel, eine etwas klare Zielgruppe zu finden. Also ich sage jetzt auch nicht, dass man sofort loslegen muss mit einer super Spitzenpositionierung. Aber da in dem Bereich, wenn man loslegen möchte, ist es für uns natürlich auch wichtig, dass wir wissen, wer ist denn jetzt eigentlich wirklich so richtig Wunschkunde. Und da in dem Bereich, Entschuldigung, ist es auf jeden Fall ein Thema und da können wir sicherlich weiterhelfen, wenn wir dann auch über Skalierung sprechen. Okay. Ja, wäre interessant, wie. Denn wir haben uns auch schon Gedanken gemacht, bieten wir mal so Branchenlösungen an, macht mal Facebook, ja. Marketing, wie auch immer, Callcenter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, besonders wenn man irgendwie mal auf YouTube oder Instagram oder Facebook irgendwelche Werbungen sieht. Heißt es ja immer die neueste Mega-Super-Strategie. So arbeiten wir nicht, dass wir jetzt irgendwie eine Strategie haben, die für jeden irgendwie funktioniert, sondern wir schauen uns natürlich auch schon das Unternehmen an, zu gucken, was ist überhaupt der Stil und wo soll die Reise überhaupt hingehen. Ne? Das ist natürlich auch mal wichtig. Wir sind dann eher erstmal ein Fan, ohne große Werbekosten zu starten, heißt zu schauen, dass man da eine gewisse ein organisches Wachstum oder generell ein organisch auch Reichweite selbst aufbaut in der gewünschten Zielgruppe und dass man sich erstmal so ein bisschen über Namen die ersten Termine einfach mal führt. Und da geht die Reise hin. Also, dass man erstmal loslegt, bisschen händisch, echte Kontakte gewinnt in dem Bereich, wo die Reise halt ungefähr hingehen soll. Und dann kann man langfristig dann auch schauen, dass man über ein Vertriebsteam, was man vielleicht sogar selbst einstellt oder über Handelsvertreter das so aufbaut oder dass man natürlich über Werbung, ne, und Lead-Werbung natürlich dann auch eine gewisse Skalierung hinbekommt. Da muss natürlich auch das Fulfillment am Ende passen. Ja, da wäre ich mal gespannt, was Sie cool. für Ansätze hätten. Ja, sehr gerne. Weil es ist halt... Man kann da jetzt ja, ist ja irgendwie jetzt alles um nichts. Ne? Also es gibt ja viele Agenturen, die genau das machen. Unsere Stärke ist so im technischen Bereich. Ne? Also wir sind halt keine klassischen Designer, da haben wir auch ein Netzwerk, sondern sind Leute, die es umsetzen, die ja halt Probleme aus der Welt schaffen, die sich um Sicherheit kümmern an einer Webseite, also ja, technikaffin. Okay. Eher als so eine klassische Werbeagentur, die wir einfach nicht sind, sondern okay, eher die Hardcore-Coder, sage ich mal. Okay, verstehe. Also in der Technik unterwegs. Ja, und dann gleichzeitig auch noch irgendwie Vertrieb oder Kaltakquise selber machen. Das ist für viele Kreativleute auch echt ein schwieriges Thema. Da sind die auch froh, dass man das eventuell sogar abgeben kann oder dann Unterstützung findet. Da schauen wir uns das einfach mal an, was genau einfach der Stil von euch ist und wo die Reise einfach hingehen soll. Und da bin ich ein Fan. Machen wir einfach einen Termin aus. Ich bin ein Fan von Zoom. Da sehen wir uns dann mal, sage ich mal, immer halb persönlich. Und dann lernen wir uns einfach mal kennen. Ich gebe da vielleicht ein paar Lösungsansätze mit, was man direkt umsetzen kann. Schauen wir es im Vorfeld mal an, wie generell so schon so der Auftritt und das Branding online ist. Und ich denke, na, so 15, 20, 30 Minuten werden wir beide nicht immer. Okay, alles gut. Ja, dann
wird es ja dann entweder interessant oder ne, entweder kommt man ja dann zusammen oder nicht. Genau, dass man ja genau. Kriegen, wie das da genau ablaufen würde und so weiter. Ja, da würde ich den Kollegen noch gerne mit dazu holen. Ja, sehr gerne. Der da auch ja, strategisch da so ein bisschen mitdenkt. Ja. Ja, und dann können mir dann gerne ein paar Vorschläge zumailen, wie auch immer. Und dann genau, ich kann sie zumailen oder wir finden jetzt ungefähr einen Termin. Den wir jetzt ungefähr festlegen und wenn der Geschäftspartner dann passt, wenn da Zeit für ist, dann passt das. Ansonsten finden wir dann einfach einen Alternativtermin. Ja, weiß ich nämlich gerade nicht, weil der nämlich nicht da ist. Sonst wollen Sie mir da so ein, zwei Vorschläge ab nächster oder übernächster, am liebsten ab übernächster Woche zuschicken, zu mailen. Das kann ich sehr gerne machen, na klar. Ich habe jetzt genau. Hier, dann brauche ich da in dem Bereich einmal noch eine kurze Mail. Die Mailadresse, nehmen Sie einfach die minus shop. Sieht er das auch direkt? Shop.de. Den weiche ich mal kurz ein, wenn ich den wieder greifen kann. Und dann können wir uns okay. Dann super. Entschuldigung, Ihr Name, was ist nochmal? Cool. Ich schicke zwei, drei Terminvorschläge für nächste Woche durch. Sehr schön. Alles klar. Dann freue ich mich, wenn irgendwas dazwischen kommt, sehr gerne melden. Jo, genau. Und wenn zwischendurch irgendwie Fragen sind in dem Bereich, ja, sehr gerne melden. Und ansonsten freue ich mich auf unseren Termin am 10. um 10 Uhr. Alles klar, machen wir so. Super, danke. Jo, danke. Ciao, ciao. Tschüss. Check. Der war doch gut.